Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen wieder The Wind Waker und im letzten Part haben wir die Handelsquest angenommen. Wir müssen jetzt hier Waren tauschen bis zum geht nicht mehr. Quasi ein Grundkurs im Marketing und in BWL. Man kann sich quasi die ersten beiden Semester sparen, BWL zu studieren, wenn man dieses Video gesehen hat. So, hi, na? Kenn ich dich irgendwo her? Oder doch nicht? Ich bin ein fliegender Händler und durchstreife die Lande immer auf der Suche nach seltenen und einzigartigen Waren. 30 Jahre lang träume ich nun schon davon, eines schönen Tages mal meinen eigenen Stand eröffnen zu können. Da bist du hier bei einer falschen Insel. Hier ist nicht so viel Besucherverkehr, glaube ich. Egal ob Regen oder Sonne, ich suche unermüdlich nach raren Waren. Oh, Rareware. Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche, da vermute ich ja so einige Raritäten und Kleinode. Solltest du also etwas dabei haben, das ich gut an einem Stand machen würde, dann lass uns doch tauschen. Ich habe einige feine Sachen dabei. Also, wenn du etwas tauschen möchtest, zeig es doch einfach. Achso, man muss ihm das direkt unter die Nase halten. Okay. Die Stadtblume haben wir ja im Inventar. Mal gucken, was er dazu sagt. Will er die überhaupt haben oder nicht? Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Was sagst du? Lass uns tauschen! Außerdem bekomme ich noch eine kleine Bearbeitungsgebühr. Naja, ich denke, 20 Rubine sollten in diesem Fall absolut ausreichen. Warum Bearbeitungsgebühr, Mann? Du bist doch nicht auf dem Amt hier. Naja, egal. Besten Dank, da sind wir uns ja einig. Gut, ich gebe dir jetzt einen Teil des Handels, also strecke bitte deine Hand aus. Super, wir haben die Stadtblume gegen die Meeresblume getauscht. Sie verströmt den wahnsinnigen Duft des weiten Meeres und der exotischen Ferne. Super, und die müssen wir allerdings jetzt weitertauschen. Nun gut, damit wäre unser Geschäft abgewickelt. Krasse Kamerafahrt übrigens. Und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand in Portemonnaie liefern lassen. Keine Sorge, ein Bekannter von mir ist Postbote. Die Waren sind also im Flügelschlag in Portemonnaie. Wenn du das nächste Mal da bist, vergewissere dich doch selber. Also dann, es ist mir immer wieder eine Freude. Ich glaube, das ist der einzige, der mit Abstand einzige Gorone in diesem Spiel, kann das sein? Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt jedenfalls das nächste Handelsitem in unserer Tasche verstaut. Können uns auf den roten Leuenkönig schwingen und dann direkt weitermachen. Ich habe mir ja halbwegs aufgeschrieben, wo ich als nächstes hin muss. Jetzt sind wir gerade bei der Isla Bomba gewesen. Als nächstes müssen wir dann nach Irtusk, würde ich vorschlagen. Und da können wir uns zum Glück direkt hin teleportationieren. Mit dem Taktstock des Windes und hier dem Kanon des Sturmes. Können wir uns direkt wegwehen lassen mit einem Tornado unseres Vertrauens, ja. Ziemlich beschreibende Sprache gerade, oder? Naja, egal. Irtusk, das ist unser Ziel. Da wartet der nächste Händler auf uns. Ja, es gibt nämlich 4 Händler insgesamt. Einer ist Inusumari oder wie der heißt auf Portemonnaie. Da muss man allerdings nur starten und aufhören. Und der Tausch funktioniert eigentlich nur zwischen den anderen dreien. Einer ist nämlich bei der Isla Bomba, da waren wir gerade. Einer ist bei Irtusk, da sind wir jetzt. Und einer ist bei der Mutter- und Kindinsel und den hasse ich am meisten. Weil da kann man sich nicht so gut hin teleportieren. Also Irtusk, das ist ja direkt vor dem Teleporter hier. Das ist genau im Planquadrat. Bei der Isla Bomba ist es ein Planquadrat entfernt. Und bei der Mutter- und Kindinsel ist es 2 Planquadrate entfernt. Ja, die Mutter- und Kindinsel hat zwar einen eigenen Teleporter, allerdings kommt man da nur ins Innere der Insel. Und da ist der Händler leider nicht anzutreffen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der genau hier zu finden ist. Irgendwo hier muss er doch chillen. Ah, hier. Ach so, das sind alles Goronen, so wie das aussieht. Na gut. Übrigens, coole Hawaii-Hemden, die auch haben. Naja, das finde ich ja schick. Schick, schick. Und diese coolen Hüte immer mit ihrem Loch nur, wo das eine Auge rausguckt. Ich bin ein fliegender Händler, der die See befährt, immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Mir kam das Gerücht zu Ohren, dass es auf dieser Insel hier phänomenale Reichtümer geben soll. Und so bin ich aus weiter Ferne mit meinem Floß hierher gekommen. Aber Fehlanzeige, Mann. Ich dachte wirklich, ich könnte hier eventuell eine Handelsgenie-Statue finden. Aber da wohl der Wunsch der Vater des Gedanken, ne? Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche, da vermute ich ja auch so manche Raritäten und Kleinode. Ja, laber, laber, laber. Ich glaube, die sagen immer das Gleiche und man kann ihnen einfach nur dieses Handelsobjekt vor die Nase halten. Eine Meeresblume? Dafür gebe ich dir eine Südwindblume. Und was sagst du? Lass uns tauschen! Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr. Ja, sicher, 25 Rubine, ey. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Kohle. Ansonsten wären wir hier aufgeschmissen gewesen. Aber ich hoffe, das wird nicht allzu teuer. Und nicht... Ja, ich hoffe, das kostet nicht so viel, dass ich beim Terry-Händler meines Vertrauens nicht mehr das kaufen kann, was ich möchte. Das wäre doof. Naja, egal. So, die Stadtblume. Wunderbar, Handelsabkommen, bla bla.
So, und ich habe mich ja schon ein paar Mal gewundert, gerade am Anfang und gerade im drittletzten Part oder so, wo überhaupt, wofür diese komischen Dinger da in dem Fußboden sind, die so aussehen wie Aschenbecher. Vor unserer eigenen Haustür auf unserer persönlichen Insel war auch sowas. Aber jetzt kann ich es mir erklären. Und zwar steckt man da diese Items rein, diese Stadtblume und so. Die haben ja genau so einen Sockel dafür, dass er da reinpasst. Und das ist natürlich wunderbar. So, ich habe jetzt den Wind schon mal unnötigerweise nach Norden gelenkt, weil er schon nach Norden gezeigt hat. Wir wollen nämlich zu der Mutter- und Kindinsel. Aber wir durchqueren gerade die Isla Stalagmitica. Und da kann man doch auch noch was erledigen, oder? Da ist auf jeden Fall ein Schatz, den man mitnehmen könnte. Ich würde sagen, das probieren wir doch mal glatt. Ich hoffe, da ist richtig, richtig viel Kohle drin. Ansonsten wäre das doof und würde sich nicht lohnen. Aber wir wollen ihn mal heben, mal gucken, was drin ist. Vielleicht ist ja ein 50er drin oder so. Und ich hoffe wirklich, dass wir in diesem Part das Handelsquest abschließen können. Zur Not mache ich irgendwie mal einen 20-Minuten-Part oder so. Ich möchte das gerne nämlich abschließen und so eine komplette Einheit haben. So, mal gucken, was hier drin ist. Da ist doch bestimmt irgendwas total Krasses, oder? Ja, in dem. Bei der Isla Stalagmitica waren wir ja schon mal. Das war die Folge mit den drei Ausguck-Plattformen des Todes, wo wir total gefailt haben. Es war nämlich nicht die Ausguck-Plattform, die man machen musste, sondern es war irgendwas anderes und jetzt weiß ich, was es war. Und es tat mir innerlich schon weh in meinem Herzen, dass ich so viel Zeit damit verschwendet habe. Außerdem können wir da eine Schatzkarte heben, die wir noch nicht geöffnet hatten, als wir das erste Mal da waren. Ja, toll. Und zudem ist ja noch dieser Terry-Händler da, der mit seinen Raritäten hier sein dickes Geschäft machen will, aber da haben wir noch nicht genug Kohle für. Und deswegen kümmern wir uns da erstmal nicht drum. So, ich würde vorschlagen, wir senken einfach, wir versinken, wir lassen diese Bombenschiffe einfach mal versinken, weil wir, ja, wir wollen die Ozeane befreien von jeglicher Gefahr und das kann man natürlich nur mit Gewalt machen, ne? Frieden durch Krieg, sozusagen. Und deswegen müssen wir die in die Luft sprengen und in der Hoffnung, dass die irgendwelche Schätze da lassen oder dass sie hauptsächlich erstmal aufhören, das Meer zu terrorisieren. Und wo schießt du überhaupt hin, du Blindfisch? Ich glaube, du brauchst erstmal eine Brille. Aua! Du kannst vom Glück reden, dass du so einen dummen Freund hast, der dir helfen will. Aber erstmal gucken wir hier, was er hier gedroppt hat quasi. Zum Glück symbolisiert uns auch die Kugel, wo genau dieser Schatz zu finden sein muss, nämlich hier. Mal schauen, was drin ist. Vielleicht ja ein Herzteil, oder? Ja, das, was ich eigentlich auf diesen Plattformen vermutet habe vor paar Parts, könnte jetzt auch hier in so einer Kiste drin sein. Mal schauen. Vielleicht hat ja auch das andere Piratenboot den ersehnten Schatz, den wir in Aussicht haben. Nee, hier ist es gewesen, ein Herzteil. Wer soll denn bitte darauf kommen, dass man die hier versenken soll? Ach, ekelhaft. Na gut, okay, dich kann ich in Frieden lassen. Wir haben jetzt hier noch eine Schatzkarte, die hier irgendwo versteckt sein soll, die wir heben können. Da schwimmt auch Terry rum, aber mit dem können wir leider noch nicht viel anfangen, weil wir noch nicht genug Geld haben. Und ich möchte mir auch nicht meine Chance, ja, nehmen, diese Handelssequenz abzuschließen, falls es dann doch noch teurer wird in dem Mini-Quest. Aber hier hinter der Insel kann man schon das Leuchten erkennen. Hier ist eine Schatzkarte und mal gucken, was es da drin gibt. Ja, wir sind hier natürlich auf der Herzteil-Quest. Daher wollen wir einfach mal gucken. Vielleicht ist es ja ein Herzteil, man weiß es nicht. Dann müssten wir wieder einen neuen Hess-Container bekommen, oder? Weil es fehlt ja nur noch eins. Ah, eine Kiste schon mal geborgen und es gibt leider Gewitter. Das ist natürlich doof. Gewitter mag ich nicht so gerne. Vor allem, weil wir von dem komischen Schiffe-Versenken-Spieltypen keinen Regenschirm mitgenommen haben, obwohl er es uns doch angeboten hat. Wir sind einfach so dumm, ne? Ach so, gab noch kein neues Herzteil. Kein Hess-Container. Na gut. Aber damit haben wir zumindest zwei Sachen hier auf der Isla Stalagmitica erledigt und können wir von unserer Liste wieder abhaken. Ja, und Terry will mich hier rammen. Alter! Wo hast du denn fahren gelernt, ey? Kapitänsführerschein im Lotto gewonnen, oder was? Naja, hier können wir erstmal den Schatz noch heben und danach würde ich sagen, wir fahren direkt zur Mutter- und Kindinsel. So, hier ist hoffentlich wieder mal Geld drin. Ein Fuffi hätte ich gerne. Einen kleinen Fuffi. Damit wir auch wieder unsere Sachen hier alle kaufen können, die wir noch in Aussicht haben. Na? Also die Schatzkiste ist schon mal gehoben und wir freuen uns, was drin ist. Und ich glaube, ich verschwende hier zu viel Zeit, als dass ich das Handelsquest in einem Part abschließen könnte. Das ist doof. Ein roter. Na, das hat sich nicht so sonderlich gelohnt. Aber fast 700 haben wir. Wie viel brauchen wir insgesamt noch von Terry? Ich überlege gerade, die Flasche kostet 450, oder? Und das Hess-Teil kostet 900 oder so. Also mit so 1500 müssen wir hinkommen. Vermute ich einfach mal. Und hier am Horizont sieht man die Mutter- und Kindinsel. Das ist quasi nur eine große Höhle, wo man von außen nicht reinkommen kann, aber wo man hinteleportiert wird, ist der innere Raum und ja, dann ist man aufgeschmissen. Und deswegen hasse ich diesen Ort für die Handelsquest, aber egal.
Wir sind jetzt hier das erste Mal und wir wollen hier mit dem Händler unseres Vertrauens sprechen und ihm diese exotische Blume anbieten. Oder andrehen, besser gesagt, weil die ist ja nichts wert, ne? Aber man muss ja den Leuten das so verkaufen, als ob es was total Tolles ist. So wie ich mit meinen Let's Plays. Nein, das ist natürlich auch so. Es ist eigentlich der totale Rotz, aber ich versuche die so zu verkaufen, als ob sie das Beste wären von ganz YouTube. So. Ach so, und das hier ist auch noch so ein komischer Typ. Hier so ein Krog. Das wollten wir auch schon mal so versuchen, so einen verdorrten Baum zu gießen, aber wir haben jetzt momentan kein tantopisches Wasser. Das können wir dann als nächstes mal angehen. Hallo, mein Freund. Hast du zufälligerweise Interesse an einer Südwindblume? Frage ich dich. Man muss sie tatsächlich erst ansprechen, bevor das geht. Nein, nicht wegwerfen, das wäre uncool. Hallo. Ja, ich kenne den Text auch jetzt schon von den anderen. Ich möchte das nur eben drücken, damit ich dir die Blume zeigen kann. Hm, das ist ja eine Südwindblume. Dafür gebe ich dir ein Windrad. Na, was sagst du? Lass uns tauschen. Ja, so war das früher auch immer auf dem Schulhof in der 5. Klasse oder so, wo man Yu-Gi-Oh!-Karten getauscht hat, wie verrückt. 55 Rubine, ja, konnten wir gerade nochmal so uns hier leisten, ne? Ein Windrad, sonderbar schön. Hätten wir uns auch gerne an unser Fahrrad schrauben können, so ein cooles Windrad, oder? Oder vielleicht kann man es ja auch auf den roten Leuenkönig schrauben, damit der auch ein bisschen toller ist. So, damit sind wir hier wieder fertig bei dieser komischen Mutter- und Kind-Insel, die ich übrigens sehr hasse, weil die so weit entfernt ist. Aber das sage ich jetzt schon das dritte Mal in diesem Part, also genug davon. Unser nächstes Ziel ist wieder die Isla Bomber. Deswegen können wir uns da wieder mal in die Nähe teleportieren nach Draconia. Nee, nach Tantopia. Und von da aus ein Planquadrat nach Norden fahren. Hä, wieso hat das nicht geklappt? Ich wollte den Kanon des Sturms eigentlich spielen, aber ich habe es, glaube ich, vergeigt. So. Ja, zu der wunderbaren Isla Bomber. Das wunderschönste Geschenk, was nur eine Insel uns bieten könnte. So eine schöne Idylle, wunderbare Flora und Fauna, eine wunderschöne Tierwelt und eine Insel in Form einer Bombe. Wer kann sich mehr wünschen, ne? Naja, mal gucken, was es dann jetzt im Austausch gegen unser Windrad gibt. Übrigens, man kann auch zu den, in Anführungsstrichen, falschen Händlern fahren. Zu dem falschen Händler und dann bekommt man nicht das Item, was man möchte, sondern macht vielleicht einen Rückschritt in der Handelsquest, sodass man wieder ein Item bekommt, was man vorher schon hatte. Und das ist sehr deprimierend. Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich hier nach einer Liste vorgehe. Weil ansonsten, ja, tausche ich immer nur das Windrad gegen eine Stadtblume und dann wieder gegen ein Windrad und dann gegen eine Stadtblume und dann wieder gegen ein Windrad und den Rest könnt ihr euch denken. Und das wäre natürlich mies und doof und kacke und so und das möchte ich gar nicht. Das wäre nur Zeitverschwendung. Ja, und deswegen versuchen wir das hier nach einer geschickten Liste zu machen, die die optimale Reihenfolge beinhaltet. Und da könnt ihr euch ja ein bisschen dran orientieren, falls ihr mal Bock habt, dieses Spiel zu spielen und keine Lust habt, dieses Handelsquest hier euch so lange hier euch, ne, dass es zu lange dauert bei euch. Da könnt ihr euch einfach an die Reihenfolge halten, die ich hier auch spiele, weil ich glaube, das ist die beste, die es gibt. Ja. Ohne eingebildet zu klingen, ne? So, das Windteil, den Taktschock brauchen wir nicht mehr, deswegen können wir hier den Schatz heben. Mal schauen, was da drin ist. Ich hoffe Geld und ich hoffe mehr als 20. So, hier müsste das Ding begraben liegen. Unfassbar, wie viele Schätze es überhaupt hier verteilt auf diesem Meeresboden gibt, ne? Und unfassbar auch, wie weit unser Greifhaken ist, dass er komplett bis zum Meeresboden reicht. Also an manchen Stellen ist das Meer noch ziemlich tief, ne? Zumindest in der realen Welt. Ich glaube, das Tiefste ist, keine Ahnung. Ein Violetta immerhin 50 Rubine, das ist wunderbar. Ich glaube, für 100 müsste man sogar eine Schatzkarte haben, weil 100 gibt es gar nicht mehr in so normalen Schatztruhen, die einfach so auf dem Meer verteilt sind. Hm, keine Ahnung. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn ich trotzdem einen finden würde. Ja, wir müssen leider noch ein bisschen Geld haben und ich fürchte, ich muss dafür auch nochmal nach Präludien und die Prügel-Challenge machen. Das mache ich dann aber offscreen. Ja, um die Waren von Terry mir leisten zu können, alle, die ich noch brauche. Also die Flasche und das Herzteil. Uns fehlen noch 5 Herzteile und dann müssten wir alle Herzen vollständig haben. Hallo. Kann ich das jetzt endlich mal zeigen, einfach so? Ja, das geht. Cool. Ein Windrad, genau das ist es. Eine Mondsichelfahne. Oh, die sieht elegant aus. Lass uns tauschen. Ja, Bearbeitungsgebühr natürlich 40 Rubine, ist ja klar. Das wird auch immer teurer, ne? Obwohl die Gegenstände genauso schwer sind oder was auch immer. Die Bearbeitung ist doch genauso schwer wie sonst auch. Wieso ist es dann teurer? Naja, so ist das halt in der Bürokratie. Ich habe ja selber auch Ausbildung auf dem Amt gemacht, daher weiß ich genau, wie der Hase läuft. Ja, und man hat ja keine Wahl, nicht? Man muss ja zu dem Amt gehen, wo man in dem Gebiet ist. Deswegen können die auch so Monopolstellung machen und so teuer wie möglich.
Aber dann zieht natürlich auch keiner hin. Also die versuchen das schon ein bisschen bürgerfreundlich zu halten, auch wenn man manchmal nicht den Eindruck davon hat. Aber manchmal ist es auch einfach nur dreist. Es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Gemeinde man wohnt, glaube ich. Und die Gemeinden haben ja auch ein bisschen Freiraum in Sachen, wie teuer sie jetzt manche Sachen machen. Zum Beispiel die Hundesteuersatzung ist ja eine Sache der Gemeinde und kann von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich besteuert sein. Es wäre auch möglich, dass eine Gemeinde gar keine Hundesteuer nimmt und die andere dann 200 Euro pro Hund oder so. Das ist durchaus möglich. So, nach Irtusk und dann wieder nach oben zur Mutter- und Kindinsel. Einfach mal düsen. Ja, der Part ist leider schon vorbei. Das ist natürlich doof. Ich würde sagen, im nächsten Part treffen wir uns direkt vor der Mutter- und Kindinsel, vor diesem fetten Goronen, der mit uns handeln möchte. Ja, bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen schönen Tag. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.